Bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt es häufig vor, dass man zusammengesetzte Ereignisse eben betrachtet und dort die Wahrscheinlichkeit berechnet. Betrachten wir ein Beispiel hier. Wir haben insgesamt 15 Kugeln in einem Gefäß. Das Gefäß ist verschlossen und natürlich nicht durchsichtig. Das heißt, wir sehen nicht, welche Farben hier eben wir jetzt ziehen werden. Im Gefäß sind eben 15 Kugeln insgesamt, 4 orange und natürlich 11 blaue. Wir sollen die Höhe der Wahrscheinlichkeit hier berechnen, dass wir bei der ersten Ziehung eben eine blaue Kugel ziehen und bei der zweiten eine orange. Und wir müssen dann eben jetzt hier betrachten, sind diese Ziehungen voneinander abhängig oder unabhängig. Dazu gibt es eben zwei Möglichkeiten. Wenn ich die erste Kugel gezogen habe, lege ich sie wieder hinein ins Gefäß oder ich lege die Kugel nach der ersten Ziehung nicht hinein. Dann betrachten wir zunächst den ersten Fall. Ich ziehe eine Kugel, betrachte die Farbe, wenn es die richtige ist. Also wenn es dann eben die blaue ist bei der ersten Ziehung, kann ich ja gleich nochmal ziehen und versuchen dann eben eine orange rauszuziehen. Da ich die Kugel dann eben wieder reinlege nach dem ersten Ziehen, verändert sich ja die Gesamtanzahl der Kugeln nicht im Gefäß. Somit sprechen wir hier von einem unabhängigen Ereignis und können eben die Wahrscheinlichkeit dementsprechend berechnen. Das Ganze machen wir natürlich mit dem Baumdiagramm. Wir betrachten zunächst den Ausgangspunkt eben hier vor der ersten Ziehung und überlegen wir jetzt, naja, entweder ziehe ich jetzt im ersten Versuch eine blaue Kugel eben, oder eben nach dem ersten Versuch eine orange Kugel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine blaue Kugel hier ziehe, ist ja wieder durch Laplace bestimmt. 11 Möglichkeiten habe ich, insgesamt sind es 15. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hier eben mit 11 zu 15 gegeben, dass ich eine blaue Kugel ziehe. Die orange Kugel, die Wahrscheinlichkeit, ist eben dann mit 4 zu 15 bestimmt. Da ja 4 Kugeln orange sind in diesem Behälter und 15 insgesamt. Wenn ich jetzt dann im nächsten Schritt, und ich brauche jetzt hier eigentlich nur noch die linke Seite des Baumdiagramms betrachten, die Vorgabe war ja, zuerst soll ich eine blaue ziehen, das ist dann eben hier eingetreten mit einer Wahrscheinlichkeit von 11 zu 15. Wenn ich als erstes eine orange ziehe, ist ja der Versuch schon abzubrechen, da ja die Vorgabe eben war, als erstes möchte ich eine blaue ziehen. Wenn ich zuerst die blaue gezogen habe und diese blaue aber dann wieder zurück reinlege, habe ich ja insgesamt wieder 15 Kugeln im Behälter. Somit bleibt natürlich die Möglichkeit mit 15 bestehen. Wenn ich aber eine blaue gezogen habe, ist natürlich so, es sind natürlich auch wieder 11 drin. Somit ist die zweite Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder eine blaue ziehe, wiederum 11 zu 15. Und eben eine orange bleibt auch die gleiche Wahrscheinlichkeit hier eben stehen mit 4 zu 15. Und hier eben beim Baumdiagramm wird es relativ schnell ersichtlich, ich brauche eigentlich nur den Pfad, der aufgrund der Angabe vorgegeben ist, zu folgen und daraus das Produkt zu bilden, der Wahrscheinlichkeiten der Einzelnen. Vorgegeben war ja zuerst eine blaue und dann eben eine orange Kugel zu ziehen, somit hier eben das Produkt der Wahrscheinlichkeiten für die Gesamtwahrscheinlichkeit ist dann eben P für Wahrscheinlichkeit, zuerst eine blaue, also blau, und dann eben eine orange. Gegeben durch das Produkt der Wahrscheinlichkeiten ist im 11 Fünfzehntel mal 4 Fünfzehntel. Und ich erhalte dann einen Wert von 44/225 oder eben, wenn ich es weiter berechne, 0,196. Und prozentual gesehen ist das natürlich eine Wahrscheinlichkeit von 19,6%, dass ich genau eben zuerst eine blaue Kugel ziehe und dann eine orange Kugel ziehe, wenn wir von unabhängigen Ereignissen sprechen. Da ich ja nach der ersten Ziehung eben wieder die Kugel in den Behälter hineingebe.